Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es ist an der Zeit, mal wieder ein paar Details anzugehen. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe mich ja vornehmlich gekümmert um die Straßenbau, um das Car-System. Ihr habt ja in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen, wie ich diese Straße, die da unten war, so bemalt hatte. Das war nur ein Exkurs, das war nur ein kleiner Ausflug zu dem, was noch folgen soll, wenn die eigentlichen Straßen hinten auch noch gebaut werden. Aber ich habe es euch ja gezeigt, also, und heute wird es auch eingebaut. Und damit recht herzlich willkommen bei Traindreams. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und jetzt wollen wir auch gar nicht lange drumherum herumreden, sondern es geht um die Stelle mit der kleinen Brücke. Und hier möchte ich mich ein bisschen um Details kümmern. Diese Stelle mit der kleinen Brücke, ich hatte es euch in einem der letzten Videos gezeigt, wie ich es da oben ausgesägt hatte. Und hier vorne sehen wir ja vielleicht, naja, im Moment nicht, vielleicht später, noch das kleine Gleis, wo da noch ein bisschen später was hingebaut wird. Also ich kümmere mich von hier aus gesehen um die linke Seite, da wo ich auch jetzt schon alles abgeschnippelt habe. Das ging also relativ zügig, da bin ich auch gar nicht groß drauf eingegangen oder will ich gar nicht drauf eingehen, weil das ist eine relativ einfache Geschichte da. Ich habe den Unterbau zum Glück an dieser Stelle oder beziehungsweise links und rechts von der Fahrstrecke, die da oben ist, habe ich lediglich mit Styrodur damals umbaut, sodass eben auch dieser Tunnel und dieser Felsen hier im Hintergrund wunderbar eingebunden werden kann. Denn das ist, ihr habt es ja gerade gesehen, viele wissen es auch, viele nicht, abnehmbar. Wie fast alles bei mir auf der Modellbahn. Ich kann alles abbauen, abnehmen, wegräumen. Hier ist natürlich der Felsen noch nicht wirklich zu Ende gestaltet. Ist klar, der ist noch relativ grob. Auch der Tunneleingang, da hat sogar oben so ein Türmchen schon sich verabschieden müssen. Entweder baue ich es neu, da oben das linke, oder ich mache... Das ist ein abgebrochenes Türmchen, lass das irgendwo, lege ich irgendwo hin, klebe es irgendwo hin, als wenn es von der Natur so ein bisschen zerruppelt geworden war und abgefallen. Es muss nicht alles perfekt sein, sage ich in jedem Video. Hier mache ich es natürlich übrigens alles mit Erde nach wie vor. Ihr werdet mich ganz, ganz selten sehen, dass ich sowas mit Gips mache, was wir hier bauen, sondern ich versuche das immer mit Materialien zu machen, die auch logischerweise dort wären, sage ich jetzt mal so. Natürlich, ja gut, die Felsen sind fast alle aus Stein gebaut. Ja, also in dem Fall stimmt es auch, aber bei den Felsen halt gerade nicht. Das wäre zu schwer geworden. Aber deswegen immer Erde. Und das sieht am Anfang alles ein bisschen wüst aus. Ihr seht es ja schon. Ich mache ein Löffelchen drauf, das rieselt runter. Dann kommt da Alkohol drauf, damit dann der Kleber ordentlich einziehen kann. Das habe ich auch schon mal erklärt. Und muss mich dann so rantasten, dass ich das eben Löffel für Löffel mit Kleber und mit Alkohol immer wieder wiederhole. So, dass man eben irgendwann die Landschaft so hat, wie man sich das vorstellt und eben aus Erde. Ja, das, wer mich länger kennt oder länger guckt, der weiß das. Dann kommt hier, wie wir gerade sehen, Alkohol drauf. Ansonsten würde der Weißleim in diese wirklich trockene Erde überhaupt nicht einziehen. Der würde oben so weglaufen oder irgendwas. Und durch den Alkohol ist die Erde sofort bereit, das aufzunehmen. Und die trockene Erde nimmt auch den Alkohol wunderbar auf. Das klappt also wunderbar, wer das noch nicht kannte. Macht's mal so, probiert's mal so, wer mit Erde arbeiten möchte. Klappt wunderbar. Und ihr seht, wenn die Erde kann ich jetzt regelrecht formen irgendwann. Ja, jetzt kommen wir so einen Punkt, wo ich sage, okay, der Kleber ist soweit angezogen. Die Erde wird irgendwann jetzt wie Knete. Und ich kann das so randformen. Da halte ich jetzt hier so ein Stückchen von dieser Schaumpappe dahin. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ist egal. Halte ich dahin und forme das so ran, dass ich eine gerade Kante irgendwo habe. Und das funktioniert recht gut, ihr seht es schon. Und das kann man eben wirklich so randrücken, wird schön glatt. Und da ziehe ich da unten auch gleich ab, wo die Straße später hinkommt. Und so weniger Arbeit habe ich dann, wenn ich dann die Straße dahin bauen will. Ansonsten wird ja das ganze Zeug drunter liegen. Und deswegen ist am Anfang überhaupt nicht schlimm, wenn da die Erde runtergerieselt ist. Jetzt noch mit dem Pinsel alles schön weggemacht. Passt, das hast du wieder eine wunderbare Untergrund, ja, wo man dann weiterarbeiten kann mit der Straße später. Das Ganze wird wie immer mit dem Ventilator getrocknet. Ihr seht schon, ich habe jetzt da hinten alles nochmal richtig eingeschlemmt. Und einen Tag später ist das im Grunde genommen so weit abgetrocknet, dass ich immer noch die Erde formen kann. Also ich kann immer noch mit relativ starkem Druck in die Erde rein und kann dann immer noch das Ganze ein bisschen so formen, dass ich es immer noch erledigt habe. Und nach so zwei Tagen bei mir, die Zeit habe ich dafür, die nehme ich mir einfach mal dafür, ist das dann so knochentrocken, das ist dann richtig fett. Diesmal habe ich ein bisschen anders gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Ich hatte mir vor zwei, drei Jahren mal so eine Tafel da gekauft. Ihr habt es gerade gesehen, ich hatte es eingeblendet, wo so Mauerwerk aufgedruckt ist. Bin ich normalerweise kein Freund von.
Und drucke mir das normalerweise alles immer selber aus. Ja, ich habe da schöne Vorlagen mir erstellt, wo auch das Mauerwerk gleich dreckig ist. Und dachte mir, ach komm Uli, die Dinger hast du da, verwendest doch mal. Muss doch nicht immer alles sinnlos da liegen oder irgendwann mal gar nicht mehr verwendet werden. Also habe ich mir gedacht, ich schneide das mal aus dem Pappding da aus und verwende mal das vorgefertigte Mauerwerk. Ja, ist Geschmackssache, ist nett geworden soweit. Und was ich jetzt machen kann dadurch, ist natürlich auch, dass ich die Dreckfahnen malen kann. Denn an dieser Stelle sitzt ja später die kleine Brücke. Ja, bei diesen Dreckfahnen oder Dreckläufen, Verläufen da nach unten weg, da muss man gar nicht mal so genau arbeiten. Das werdet ihr nachher sehen. Es ist fast nicht mehr zu sehen. Es ist, wenn man weiß, dass da Dreck runtergelaufen ist, sieht man das. Hier habe ich jetzt noch mit Braun gearbeitet zwischendurch. Ist eine wunderbare Geschichte. Und wenn man sich jetzt den Unterschied zu dem Original oben anguckt, bin ich natürlich mit dem unteren deutlich zufriedener, als da diese blanke Mauer da irgendwo hinzubauen. Hätte mir gar nicht gefallen. Hier haben wir den ultramatten Lack wieder, was ich in der letzten Folge schon erzählt hatte. Der kommt hier natürlich auch drauf. Alleine aus dem Grund, dass die Farbe hält, wenn man mal drankommt. Aber auch, ich arbeite nachher nochmal mit Alkohol. Ihr werdet sehen, und auch mit Lacken und wie auch immer, damit das alles hält, damit das alles drauf bleibt. Und hier seht ihr schon, ich habe diese schwarzen Fahnen darunter gemalt und das braune und so weiter und so fort. Schöne Verläufe irgendwo drin, das passt alles. Und ist nachher dann wirklich ein Gesamtwerk zum Schluss. Das werdet ihr sehen. Das ist also kein, was man sagt, hast du denn dafür und für ein Dreckzeug drauf gemalt und so weiter. Und deswegen ist das ein Gesamtwerk, wenn man weiß, wo was hinkommt, wo da was runtergelaufen sein könnte. Dann kann man das wunderbar hinmachen und ihr seht, das ist gar nicht mal so dolle zu sehen. Und wenn da dann eben die Schiene drüber geht, ja, jetzt fängt es an zu verschwinden. Jetzt wird es eine Einheit. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Besser als da wieder so eine blanke Mauer hinzumachen. Das passt alles nicht so richtig, sondern eben so alles ein bisschen, naja, dreckig verbildert, will ich es nicht sagen. Nein, dreckig runtergekommen, abgeranzt, wie ich immer so schön sage. Das passt dann irgendwo alles schön hin. Das Ganze natürlich jetzt mit den typischen Trafos, die ich überall verwende, weil die schön schwer sind. Angepresst, dass der Weißleim und dass sie auch das dann nicht wegwälzt. Hatte oben mit Schwarz nochmal um diese Kante drumherum gemalt, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Und bringe jetzt nochmal den flüssigen Wasser-Weißleim hinten auf, damit ich eben die Streu aufbringen kann. Hier verwende ich immer den sogenannten Waldboden. Das gefällt mir persönlich am besten. Der Waldboden ist so schön dunkel. Ja, das ist so eine nicht so grell. Ich habe so viele andere Flocken noch da oder so Grasflock da. Die sind so hell, so, die springen dich förmlich an, wenn du die Modellbahn anguckst. Und dieses Dunkle, gerade wenn man da vielleicht doch ein paar Bäume hinmachen möchte, weil im Hintergrund, wo der Modulübergang da hinten ist, da kommen noch ein paar Bäumchen hin. Und je weiter nach vorne, umso weniger werden das werden. Also der Bahnübergang, der ja vorne rechts hinkommt, der wird dann vielleicht noch zwei Büsche daneben haben, einen Baum im Hintergrund und das war's. Also das Waldige soll mich da ein bisschen so verlassen, damit man eben in die Industrie reingehen kann, wo dann eben die Straßen sind, wo dann das Car-System läuft. Damit das eben dort nicht zu dolle, ja, bewaldet wird. Sieht ja auch ein bisschen blöd aus. Kann ja nicht alles nur im Wald liegen. Es muss ja auch mal ein bisschen was Kargeres dazwischen sein. Was ich hier nicht machen werde, überall 1000 Figuren hinsetzen, die in irgendwelchen Spielplätzen sitzen und irgendwas machen. Sondern es soll alles ein bisschen versucht sein, dass eben, ja, an der Stelle laufen keine Leute rum, sage ich jetzt mal. Da kann auch kein Spielplatz sein. Das hatte ich bei irgendjemandem mal gesehen. Direkt neben dem Bahnschienen in Spielplatz. Fand ich ein bisschen unpassend. Ja, gibt es ja nicht. Nicht so richtig. Jetzt arbeite ich die Kante hier unten noch ein bisschen auf. Da war eine ganz kleine Ritze, da kommt wieder mal der Piep beim Uli durch. Da war eine ganz kleine Ritze, die hat mir nicht gefallen. Da habe ich nochmal Wasser-Weißleim hingemacht und habe mir gesagt, okay, dann kommt da halt Dreck hin, dann kommt da nochmal Erde hin. Muss man natürlich schön wegwischen, ist auch klar, damit das eben da schön reinpasst irgendwo. Und das muss nachher auch nochmal. Und deswegen habe ich die Mauer vorhin mit Lack überzogen, denn wenn man nochmal was machen will, und auch die Fahrbahn hatte ich ja mit Lack überzogen, genau wie jetzt, dass das irgendwo geschützt ist. Wenn jetzt die Farbe pur wäre, dann hätte ich vielleicht das Pech, dass ich eben die Farbverläufe auf der Straße, der Dreck, den ich auf die Straße aufgemalt habe, das wäre dann wahrscheinlich alles irgendwo weg. Und das ist eben jetzt blanker Alkohol, den ich draufbringe. Und in den Alkohol bringe ich jetzt gleich den Weißleim wieder mit ein. Da musst du ein kleines bisschen aufpassen, dass der Weißleim nicht wirklich auf die Fahrbahn läuft. Auch das ist nicht weiter schlimm. Aber es muss ja nicht sein. Ja? Wenn das so am Rand da ist, bis zu der weißen Linie, alles gut, alles schick, kann man alles machen. Wenn da wirklich mal eine glänzende Stelle sein will, dann ist da halt eine glänzende Stelle. Dann kann man nicht vielleicht noch ein bisschen mit Wasser eine Art Pfütze andeuten, sogar da unten drunter, wenn ich das wollte. Ja, das geht alles. Und was ich jetzt mache, ist mir ruhig ein bisschen Erde mitnehmen mit dem Pinsel und das verschmieren, verwischen. Das lässt die Straße noch ein bisschen dreckiger. Man sieht es da im Hintergrund. Natürlich die Krümel hiervon, das kommt alles noch weg. Das habe ich da weggesaugt.
Und jetzt kommt noch Graffiti hin. Das fand ich immer noch sehr schön, dass man das auch machen kann. Die kann man auch an Wagen kleben, an Personenwagen kleben, aber auch bei Unterführungen, bei Brücken ist das immer recht gern gesehen. Da mache ich zwei Stück hin, dann sieht das ein bisschen, naja, passt ein bisschen mit zu dem abgeranzten Look. Und das Ganze hatte ich mir in England gekauft. Ich hatte es eben kurz eingeblendet. Das hat mir dort am besten gefallen, bin ich ehrlich. Und reine Decals nützen mir nichts. Ich brauche also Aufkleber, denn ich möchte jetzt an dieser Stelle keinen Decal auftragen. Das bringt nichts, das ist nicht schön. Aber schaut doch mal, das sieht doch nett aus, oder? Wenn man schaut, hier oben natürlich die Brückenbank, das fehlt alles noch. Die Gestaltung, die Büsche, noch ein bisschen grün an der Mauer, das kommt alles noch. Das kommt in den nächsten Folgen alles. Und der Straßenbau, der Bahnübergang hier, das wird demnächst gebaut, das wird ein automatischer werden und so weiter und so fort. Da kommt also einiges auf uns zu und das wird eine wunderhübsche Ecke, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da würde ich sagen, lasst uns gut sein für die Woche, macht schön gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schaut euch doch mal eins von den beiden Videos hier oben noch an, die passen wie immer zum Thema. Und dann sage ich, macht schön gut, bis nächsten Freitag. Tschüss, euer Uli. Bis dahin. Ciao.